Willkommen zurück zu Hero Siege mit dem Samurai. Schwierigkeitsgrad, Albtraum. Akt Nummer 5. Betreten wir als nächstes. Oh, verdammt, ich habe vergessen. Danke. Die Level-Ups zu verteilen. Wir gehen hier immer noch auf Ausweichchance. Oh, können wir nicht mehr. Was machen wir als nächstes? Und wäre das mit jedem 10. Schlag oder das hier? Ich glaube, jeder 10. Schlag, weil das auch mit Attack Speed gut skaliert. Und wir gehen weiter auf Armor, was nicht mehr so viel bringt, aber mache ich trotzdem noch. Es ist eine Statue aufgetaucht. Eine Heiligstatue sogar. Ein Relikt. Gut, ich mache jetzt nur ein paar Items. Jawohl, du kannst teleportieren. Glückwunsch. So, sehr viele Bogenschützen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Machen aber gut Schaden. Ist noch ein Shop aufgetaucht. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Jo. Mal gucken, was der Shop so zu bieten hat für uns. Vielleicht ein ziemlich geiles Relikt, was uns fehlt. Das ist aktivierbar und gibt uns, glaube ich, Mana. Ich glaube, es ist aktivierbar, oder? War das Ding aktivierbar? Gut, für 11.000 können wir es mal riskieren. Es ist aktivierbar. Jo, unser altes Relikt ist verschwunden. Dafür zwei legendäre Items. Nicht schlimm. Das Relikt ist jetzt nicht so geil. Kein Dungeon, keine Krypta. Okay. Aber gut, nehmen wir das Relikt auf jeden Fall mal mit. Wir machen ordentlich den Schaden. Das ist ja ultra geil. Kristalltruhe. Wir haben einen Schlüssel. Benutzen wir auch. Aber nur zwei gelbe Items drin. Die Goldtruhe können wir auch noch mitnehmen. Gerade für das Gold. Ist auch sehr nice. Alter, wir rasen ja förmlich hier durch. Ja, mal ultra geil. Da oben war noch einer. Ah, beziehungsweise sind immer noch ein paar Gegner. Wir haben alle Waves gerufen. Und haben jetzt schon den ersten Map-Boss. Sag ja, wir rushen extrem durch. Und da geht er down. Das war der erste Map-Boss. Sehr, sehr gut. Weiter geht's. Map Nummer 2 startet direkt mit einer Krypta, es ist auch ein Shop da, aber ich glaube, wir nehmen jetzt mal die Krypta. So zur Abwechslung. Also, es platzt einfach alles. Speed up nehmen wir mit. War da gerade ein Goblin? Jo. Welche Quest ist das? Ach, das ist die mit den 4 Steinen auf die Plattform legen. Okay, Dreieck haben wir auf dem Kopf. Dreieck ist hier. Da haben wir auch das Kreisding, da ist Viereck, da Mond drauf. Jetzt hier das Kreisding, jetzt müssen wir noch das Viereck finden. Weil das Quadrat. Ah, ist sogar hier. Nehmen wir mit, beziehungsweise böllern da auch nochmal kurz durch. Jo. Easy peasy. Quest beendet. Selber Trank, den wir auch schon haben. Volles Leben. Ah, verdammt. Jetzt habe ich die Kiste aufgemacht, wollte ich nicht, aber ich sehe gerade, wir haben wieder 3 normale Schlüssel, von da ist es okay. 2 legendäre Items warten hier auf uns. Nehmen wir auf jeden Fall mit, die Kisten machen wir auf. Und jetzt wieder gar nichts. Vielleicht haben wir Glück mit einem Shop, das wäre schon ziemlich cool. Muss aber nicht sein. Wir hauen immer noch alles kaputt, was sich uns in den Weg stellt. Dann machen wir hier unten mal weiter. Ballern da mal kurz rüber. Und es explodiert einfach alles. Es ist so witzig.
macht so viel Spaß mit dem Samurai. Weil er so viel Schaden macht. Und das war's schon. Mit Map 2 Boss. Ja, wir machen einfach da weiter, ne? Alter, ein Unterwasserboss ist nicht schlimm. Ist zum Glück schon erledigt. Ah, Kristalltruhe. Wir haben leider keinen Kristallschlüssel. Eine Krypta, damit startet es wieder. Sehr nice. Und ein Shop. Wir nehmen... Was machen wir jetzt? Wechseln wir uns ab mit Krypta, beziehungsweise Dungeon und Shop. Ich glaube, wir machen das so. Das bedeutet, wir nehmen jetzt... Das war jetzt nicht so geil. Nehmen jetzt mal den Shop mit. Irgendwas fallen gelassen? Nein. Ab in den Shop. Boah, ziemlich geiles Relikt. Ich glaube, Schaden, ne? 80 Stärke. Nicht gerade wenig. Defense-Trank nehmen wir auch mit. Ein Dungeon ist aufgetaucht. Goldtruhe nehmen wir auch. Schauen wir mal nach dem Dungeon, wo das ist. Ballern da mal schön hoch. Dungeon ist hier unten, okay. Ah, lebt noch irgendwo was. Hier drüben. Irgendwas gedroppt? Nein. Da ist ein Gegner außerhalb der Map. Hier oben. Irritiert mich gerade. Okay. Hätte auch ein Goblin sein können oder sowas. Von der Zeit her reicht es ja locker, da runter zu kommen. Nice. Eines der nicht so geilen Dungeons. Weil man hier nicht rüberfliegen kann. Das ist eines der wenigen Dungeons, was gefixt wurde oder so gemacht wurde, dass ein normales Rüberfliegen nichts bringt. Hat man ja nicht oft. So, die Goldtruhe nehmen wir mal mit. Wir haben noch einen Schlüssel, den heben wir uns natürlich auf. Jo, alles was du sagst. Dann geht er down, was haben wir für einen Trank? Defense down. Nehmen wir nicht mit. Ist ja auch selbstverständlich. Wieder zwei legendäre Items und weiter geht's. Eine Statue und... Oh, eine Heiligstatue sogar. Und wieder ein Dungeon oder eine Krypta ist aufgetaucht. Schauen wir mal, was wir so finden. Und ja, lassen einfach alles andere explodieren hier. Das war ein Dungeon. Gibt es noch einen Shop? Nein. Ah, fuck. Habe ich das falsche Item genommen. Und zwar den volle Lebentrank. Bedeutet, wir müssen mal wieder einen finden. Jo, da mal ein. Und ab ins Dungeon. Gelbe Waffe, die lasse ich jetzt mal liegen. Brauchen wir nicht. So, hier kann man durchfliegen. Ah. Ja, da geht er down. 263.000 Leben. Instant gestorben. Ja, danke für die zwei gelben Items. Dungeon und Armbrust-Level. Dungeon ist hier unten. Mal ein bisschen aufpassen. Das kann jetzt alles unser Leben kosten, wenn wir nicht aufpassen. So wie hier. Oh mein Gott. Ja, dummes Arkan-Ding reingelaufen. Wir machen aber genug Schaden. Das ist sehr gut. So, alle down. Schnell in das Dungeon. Natürlich kommt hier auch ein Armbrust-Level raus. Gut. Hier wieder so viele Goldruhen. Stärke abnehmen wir mit. Arkan. Nicht ganz so geil. Gehen wir mal auf die andere Seite der Map.
Und das ist Map 3 gewesen. Ist so eine Statue aufgetaucht. Sieht man die auf der Map? Nee, die sieht man nicht. Okay. Jo, du wolltest mich ranziehen und wahrscheinlich killen, ne? Ja, witzig. Toller Boss. Ah, gut, da ist die Statue. Das ist eine negativ... Also, es könnte positiv sein, es könnte aber auch negativ sein. Deswegen lassen wir das mal. Ist mir zu riskant. Und jetzt kommt der Knackpunkt, und zwar Unterwasserlevel. Ich sehe aber auch, dass da ein Shop ist. Bedeutet für uns, dass wir den mitnehmen. Ah, da ist er ja echt witzig, Mann. Scheiß Gegner. Reflektiert hat der. Okay. Oh, und lässt ein legendäres Seiten fallen. Hier oben sind noch Gegner. Ah, wieder... Blöde Taucher. So, dann gönnen wir uns jetzt mal den Shop. Den habe ich jetzt mal stehen lassen. Oh, mehr Attack Speed kann das sein. Wir haben plus 65. Plus 100 jetzt. Okay, plus 35 hat das Ganze gegeben. Sehr geil. Armbrustlevel. Okay, schnell die Krypta suchen. Und uns da irgendwie verschanzen. Nebenbei nach Luft suchen wäre nicht verkehrt. So, da ist die Krypta. Da ist zum Glück auch ein... Also Luftblasen in der Nähe. Müssen wir auf das scheiß Totem da achten, was uns abballert die ganze Zeit. Jo, von da oben. Okay, von überall. Schießen die Penner auf uns. Alles klar. Oh. Da müssen wir aufpassen. Du lebst noch? Ist bei dir falsch. Oh, es sind noch ein paar mehr. Okay. Sehr nice. Ab in die Krypta. Ah, durchs Feuer gelaufen. Oh, Mann. Sollte ich mir abgewöhnen vielleicht? So, das reicht, um rüberzukommen. Und jetzt ein kleiner Boss. Und da geht er down. Okay. Krypta auch erledigt. Wieder zwei legendäre Items. Schöner Trank. Eine Goldtruhe. Das ist voller Lebentrank. Brauchen wir nicht. Haben wir ja einen. Jetzt wieder ein Dungeon. Shop wäre ganz nice. Haben wir keinen. Das Dungeon ist auf der linken Seite. Ich glaube, wir können hier so ein bisschen chillen. Ein Gegner zu uns geportet. Den haben wir aber gut weggehauen. So, sind hier links noch Gegner. Jetzt wieder von oben. Das waren alle.
Okay. Das ist natürlich unpraktisch. Jetzt schnell runter. Hier rüber, Hebel aktivieren. Boss-Tür geht auf. Und rein da. Alter, nicht du. Das war gut. Ah, zwei gelbe Items. Naja. Besser als nichts. Und jetzt haben wir die letzte Wave. Und dann haben wir Map 4 Boss. Bleibt noch eine Map. Und dann sind wir durch. Mit diesem Akt. Ja, bist toll geportet. So. Map 4 Boss. Bleiben hier ein bisschen auf den Bläschen stehen. Bis er spawnt. Okay. Nichts Interessantes gedroppt. Gut. Map Nummer 5. Gut. Map Nummer 5 ohne irgendwas. Das heißt, alle Gegner killen. Wir bleiben hier mittig. Das sieht ganz nett aus. Jetzt kommen natürlich auch Gegner, die uns einfrieren können. Vor denen müssen wir ein bisschen Angst haben. Mal ein bisschen Mana auffüllen mit dem tollen Relikt, was wir haben. Mana-Kugeln mal einsammeln. Da wird sehr viel mit den Fähigkeiten rumhantieren. Was wir eh allgemein ja machen. Oh, fuck. Wir hatten gerade kurz keine Luft. Das war ein bisschen ärgerlich. Muss man echt drauf achten, dass einem hier die Luft nicht ausgeht. Ansonsten weiterschießen, weiterschießen, weiterschießen. Mit allen möglichen Fähigkeiten, die wir haben. Oh Gott. Gut. Bis jetzt klappt es ja. Was wir hier fabrizieren. Alter. Nice. Das waren schon alle Gegner. Leider auch nichts Interessantes gedroppt. Und jetzt befinden wir uns auch unter Wasser. Haben immer noch unsere tolle Luftanzeige. Wir rufen mal den Boss. Ich glaube, wir kämpfen hier auf der linken Seite. Oder unten. Ich glaube, unten ist cool. Okay. Das war's. Gut, er hat auch nicht mal 500.000 Leben, also sollte man noch nicht so viel von dem Boss erwarten. In dem Fall. Und das war Akt Nummer 5. Schon. Ab in die Stadt. Ja, Items haben wir keine geilen gefunden. Ich glaube, es war jetzt schon wieder Rekordzeit hier. Was haben wir da? Recht uninteressant. So wie alles andere. Hm. An sich ist es nice, aber wir bekommen mit unserem jetzigen, mit unserer jetzigen Münze 205 Armor. Was ein bisschen mehr wert ist im Moment. Oder allgemein mehr wert ist. Alles schön verkaufen. So. Und Akt Nummer 6 ist offen. Wird's natürlich wie gewohnt beim nächsten Mal geben. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und haut rein.